Hallo und guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ihr könnt schon sehen, ich bin ich bin in Activewear, in meinem türkisen Oceans Apart Outfit. und wie ihr hören könnt, meine Stimme hört sich komisch an, aber ich fühle mich schon wesentlich besser, komischerweise. Also nicht komischerweise, ist ja ganz normal, dass voll oft, dass die Nase sich dann komisch irgendwie am Anfang, weil meine Nase voll das Problem und dann wandert das alles so ein bisschen runter. Und jetzt ist so ein bisschen, meine Stimmbänder sind noch so ein bisschen betroffen, aber nicht schlimm, wirklich nicht schlimm. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen spazieren, mich heute ein bisschen bewegen. Ich mache noch keinen Workout, ich habe jetzt kein Training gemacht für eine Woche wahrscheinlich, schon länger als eine Woche her. Aber ich möchte mich ein bisschen bewegen heute und mich ein bisschen stretchen, vielleicht ein bisschen was für den Bauch ein bisschen machen, vielleicht ein paar Squats machen, aber auf jeden Fall nichts Schlimmes. Ich möchte mich aber ein bisschen aktiv bewegen, weil... kaum zu glauben, aber in Kalifornien, wow, scheint die Sonne. Also wir haben ja wirklich das schlechteste Wetter und alle sind so schockiert über diese Wetterverhältnisse, die jetzt die letzten Tage und Wochen waren hier in Kalifornien. Aber ist egal, ich hatte trotzdem eine richtig geile Zeit hier. Und übrigens, heute ist wahrscheinlich sogar der letzte Vlog in Kalifornien eventuell, weil heute ist Freitag und ich fliege am Sonntag wieder heim. Also... müssen wir ausnutzen. Das heißt, ich nehme euch heute den Tag über mit. Heute Abend haben wir eigentlich geplant, essen zu gehen und danach noch ein bisschen was trinken gehen. Ich bin ja eine Grandma, ich gehe ja eigentlich am liebsten, ich würde eigentlich jetzt schon wieder am liebsten sagen, Leute, ich bleibe zu Hause. Aber ich fühle mich so, als müsste ich echt auch mal rausgehen. Mich fragen tausend Leute, was machst du hier eigentlich so? Und ich denke mir die ganze Zeit, ich muss gar nicht besondere Sachen machen, um mein Leben zu genießen. Ich liebe es. Zu Hause die Sachen zu machen, wie so Strand zu gehen. Ich liebe es zu arbeiten. Ich habe hier mega die geilen Plätze gefunden zum Arbeiten und zum einfach chillen und mein Leben leben. Viel Spaß beim heutigen Vlog. Ich bin gespannt, was der Tag bringt. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann. Bevor ich jetzt an den Strand gehe, muss ich noch ganz kurz meine Wäsche hier machen. Das ist nämlich mega praktisch. Wir haben hier nämlich auch eine Waschmaschine und einen Trockner. Und ich habe jetzt gerade mal unsere Bettlaken gewaschen. Also ich werde jetzt ganz kurz noch einen Trockner anmachen, bevor ich zum Strand gehe. Hier ist unsere Garage übrigens. Ich befinde mich hier in der Garage, aufregend. Und hier, wenn man rauskommt, geht es hier in die Richtung dann zum Strand. Und hier ist unsere Haustür. So, dann machen wir normal. Normal. Ja. Trockner an. Oh, ist es ein bisschen eklig, wenn ich mir recht überlege, wie wir unsere... Wäsche in den letzten Tagen. Also Wäsche habe ich gewaschen, aber das Bett hätten wir echt, glaube ich, schon vorher mal waschen müssen, weil das komplette Bett ist voller Sand. Also richtig doll sandig. Deswegen bin ich jetzt richtig froh, dass ich jetzt endlich mal die Bettwäsche gewaschen habe auch. So, ich bin jetzt am Strand und mir ist doch ein bisschen fresh. Ich habe jetzt vom Dustin eine Jacke angezogen. Und stehe jetzt hier und überlege gerade, ob ich noch ein bisschen später lieber kommen soll, wenn es ein bisschen wärmer ist, weil ich finde es irgendwie doch ein bisschen fresh. Aber es sind auf jeden Fall viele Leute heute da, auf der anderen Seite. Hier gar nicht so viele. Zu Hause und ich weiß überhaupt nicht, was ich euch jetzt vom Strand zeigen kann oder nicht, weil es war so hell, dass ich gar nicht weiß, ja, ob ich wohin gefilmt habe, wo man mich gesehen hat oder nicht. So hell war es, aber es war richtig schön. Ich werde jetzt erstmal was essen und zwar mache ich mir jetzt als allererstes, ich nehme jetzt gleich diese Wassermelone hier hinten. Ich werde jetzt erstmal Melone essen und was ich dann esse, zeige ich dann.
So, ich bin bereits am Wassermelone, habe ich jetzt aufgeschnitten. Und ihr könnt mir mal gern kurz sagen, ob ihr eure Wassermelone auch mit einem Löffel immer esst. Also quasi, ich mache die auf und dann esse ich die so wie Cornflakes quasi. Finden manche immer voll komisch, aber ich habe das Gefühl, machen inzwischen eigentlich voll viele so. So liebe ich es auf jeden Fall am meisten. Und ich esse jetzt vielleicht eine halbe oder eine ganze, ich bin mir noch nicht sicher. Und ich habe tatsächlich jetzt die ganze Wassermelone aufgegessen. Ich brauche jetzt noch was Salziges. Bei mir ist es echt ein Kreislauf. Wenn ich was Salziges esse, brauche ich danach was Süßes. Wenn ich was Süßes... Ups, der Kühlschrank war offen. Ich frage mich nur, wie lange. Hoffentlich nicht lange. Ja, also wenn ich was Süßes esse, muss ich was Salziges essen und andersrum. Das heißt, jetzt habe ich ja quasi richtig süß gegessen. Übrigens, das fragen mich auch voll viele, wie ich das schaffe, dass ich keine Süßigkeiten esse. Ob ich nie Bock auf was Süßes habe. Und dann denke ich immer, hallo, ich finde, Wassermelone ist viel geiler als Süßigkeiten oder nicht. Also, finde ich. Ja, deswegen, ich bin jetzt auf der Suche. Ich hoffe so, dass wir noch Leftovers haben von diesem Restaurant, von dem ich erzählt habe. Weil da habe ich jetzt so Bock drauf. Momento. Ich glaube, yes. Sieht gut aus. Okay, guys, dann werde ich davon jetzt noch was essen und ein bisschen von dem Sushi sogar noch. Best day of my life. Das sieht nicht mehr so appetitlich aus. Ich weiß nicht, ob ich das alles noch mehr essen werde. Vielleicht esse ich noch eine andere Sache. Aber auf jeden Fall vom Sushi, das esse ich auf jeden Fall noch. Ich glaube, das ist auch noch gut. Da bin ich mir fast sicher. Und zeige euch, ob es noch gut ist. Mhm. Opa. Ja. Kann man schon noch essen. Schmeckt auf jeden Fall lecker. Ich frage mich, was da drin ist. Das soll, glaube ich, so ein veganer Cheese sein. Es schmeckt so cremig. Heute Abend gehen wir übrigens in ein anscheinend richtig geiles Restaurant essen. Das empfiehlt mir jeder. Kaffee, Gratitude. Jeder sagt mir, ihr müsst da unbedingt hingehen. Endlich gehen wir unbedingt. Also endlich gehen wir hin, hoffe ich. Mm. Mal gucken, wie das schmeckt. Da muss ich jetzt echt rauspicken, weil das sieht echt nicht mehr alles so gut aus. Sehr, sehr lecker. Ah, da ist mit Reis drin. Das schmeckt gut. So, bevor ich es vergesse und die Jungs gleich kommen und ich dann hier Unruhe habe, zeige ich euch noch ganz kurz das Haus. Vielleicht eine kleine Roomtour machen. Bitte nicht tschatschen, wie immer. So, also hier ist quasi der Eingangsbereich. Dann kann man hier entweder die Treppe hochgehen oder man kommt schon mal ins eine Zimmer und hier, ja, liegt viel rum. Hier ist das Bett. Hier werden gerade, wie gesagt, die Bettlaken, gemacht. Oh mein Gott. Dann geht man hier die Treppe hoch und kommt direkt in den Küchen- und Wohnbereich. Hier ist die Küche, wunderschöne Küche, Wohnbereich. Dann geht es hier weiter ins Badezimmer der Jungs hier oben. Hier ein Zimmer, in das ich jetzt nicht reingehe und hier ein Zimmer, in das ich auch nicht reingehen kann. Treppen hoch und kommen zum Rooftop. Genau, sind wir hier auf dem Rooftop. Hier kann man über die Dächer gucken. Hier ist ein Grill, den wir nie benutzt haben. Die Palmen. Wunderschön, oder? Also ich finde es wunderschön. So, Snack. Snacks sind hier solche Cracker. Dann ist da noch Avocado drunter, veganer Käse, der aber nicht so richtig gut schmeckt, ehrlich gesagt. Der ist ein bisschen basic. Und Sauerkraut. Und das ist ein richtig leckerer, guter und eigentlich auch gesunder Snack, wenn das nicht wäre. Ich glaube, das hat ganz schön viel Omega-6. Wir gehen noch ein bisschen auf dem Weg jetzt zu Café Gratitude und warten auf die ganzen. Ich bin am allerschnellsten fertig gewesen, Markus nebenbei. Hier ist Sam. Right, yeah. I know I have to go in the middle. Ah, that's fine. Okay. I go. I'll scoot all the way over. Oh, shit! Hi. Hello. Wie geht's? Wie geht's is what? All's good. Did your viewers watch my YouTube video yet? Watch Dustin's YouTube. Maybe. Can you see us? Anything to say? Seatbelts. Always. Always. Seat Be belts. Safe. German words. Wow. Sounds cool. Oh, und ich bin jetzt schon wieder müde. Okay, now we can try to pronounce the words that we wanted to pronounce. Jeff, okay. Ready to pronounce this word? This is fun, man. The word is Brötchen. Brötchen. Brötchen.
Brötchen. Brötchen. Not bad. Brötchen. My Germans. Okay. He's living in Germany. Also eigentlich, er lebt in Deutschland, deswegen sollte er langsam auch so ein bisschen besser Deutsch können. The R. Yeah. In Bull. Rüzi. And you? What do you say? Rudel. It's Rührei. I can't remember. What? Say it. Rührei. 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 Good. Okay, what does Brötchen mean, by the way? What do you think? A little bread. Wow. Really? Wow. Yeah? How do you know that? Because in Dutch it's broodjes. Okay. Okay, next word. Here. Yeah, that's true. That's awesome. Here. Oh, man. You're not in German. This word. Cool. Yes. Oh, gosh. Okay. Oh, no. Oh, my gosh. Okay, I'm gonna just go with it. Go. Ichorinchen. And you? Aikinion then. I don't know. Almost? I cut it. Close, yeah, closer. It's Eichhörnchen. Dude, how do you say get that? Eichhörnchen. Eichhörnchen. Say it again. Say it again. Eichhörnchen. 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 Dustin, say it. Eichhörnchen. Oh, Dustin. What's this one mean? It's Eichhörnchen, and it, okay, now the funny thing, fun fact is that I cannot even pronounce the English word for it, which is squirrel. 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 Now we get to make fun of you. Yeah. Right. More and with the F. The longer they are, the... Fun-hundred-fun-fun-fun-ty. That's not bad. What? Really not. I don't even want to attempt it. No? No, that's not even a word. That's like 20, that's like 50 letters in there. Say it. No, I can't. Try it. I'm not trying. That's one word. It's just fun. Eight subscribers. It's just, yeah. It's fun times eight. Okay, I say 555. What does that mean? 555. 525. Alright, that was pretty good. Okay, good. Easy. We easy. Will work on that. Das ist irgendwas indisches irgendwas. Und das ist hier jetzt mal unsere Mushroom-Latte. I don't know what's on the top. What do you say? Good? Perfect. What is it's that? Flatbread. Oh, flatbread, yeah. Nice. And is this supposed to be shrimp or so? I think it's cauliflower. Okay, das habt ihr ja schon gesehen, war richtig gut. Bin ich gespannt, was das ist. So, was ich bestellt habe, hieß Humble und man bestellt es quasi zu einem Humble. Hier ist einmal, also ich weiß nicht, das ist irgendein indisches Curry mit Kürbis und Lentils und sowas. Dann haben wir einmal Gluten-Free Bolognese mit Tempeh und so. Und die anderen kriegen es auch. Aber die alle haben eigentlich Bolognese bestellt. Alles vegan und übrigens auch noch organic. Richtig geil. Und fertig und wieder nach Hause. Es war ganz gut. War nicht das beste Essen, was ich jemals hatte, aber es war gut. Aber es war schweineteuer. Aber es war okay und den Jungs hat es auch geschmeckt. I don't drive. Yeah. You got nervous, huh? That wouldn't be my first time. Follow me on... I don't have a YouTube. Insta? I don't have a YouTube. But you have an Insta. I do have an Instagram. Not gonna plug it though, because it's her page. You keep it. Shameless plug. Let's go. Alright, shameless plug. Sam Holt 21. Alright. 21. Not 221. Going back to the crib, get ready for the night. Go get ready for the night. Ich bin jetzt wieder zu Hause im Zimmer und ja, ich habe jetzt gerade noch meinen Ashwagandha-Tee getrunken und ich bin so voll, dass ich nicht direkt ins Bett gehen kann. Ich muss dann immer noch ein bisschen warten und ich probiere eigentlich auch immer nicht so spät Abend zu essen vorm Schlafen. Aber ja, jetzt ließ ich es ja nicht so richtig vermeiden. Ihr kennt ja noch meine Blue Light Blocker, die ziehe ich jetzt, direkt gleich wieder an, mache mich dann Bett fertig und vielleicht noch eine Kleinigkeit, die ich euch zeigen kann, was ich immer anmache zum Schlafen, ist hier diese White Noise Machine. Ich mache die mal ganz kurz an, dann hört ihr, wie laut die ist. Also, ich mache es kurz an. Kann man es hören? Ich glaube, man kann es hören.
damit sie sicher man kann es hören. Und das ist dafür da, ich mach's kurz wieder aus. Das ist dafür da, um Hintergrundgeräusche quasi zu übertönen. Das ist ganz krass, das macht man an und dann am Anfang hört man es wirklich noch total stark, aber nach einer Weile neutralisiert sich dieses Geräusch so krass, dass ihr, wenn ihr in der Nacht zum Beispiel aufwacht, könnt ihr gar nicht sagen, ob das Gerät gerade an ist oder nicht, weil ihr es einfach nicht mehr hört. Und das Gute ist halt gerade für Leute, die jetzt zum Beispiel irgendwie an der Straße oder sowas wohnen, wo mega viel los ist oder wenn man halt in der WG wohnt oder so und wenn dann einfach immer wieder ein paar Geräusche sind oder wenn ihr einen Freund habt und neben dem nicht gut schlafen könnt, dann kann ich euch mal so eine White Noise Maschine echt empfehlen. Game Changer, weil also ich finde es mega geil. Ich schlafe ohne das Teil gar nicht mehr. Die Blue Light Blocker, nämlich damit das blaue Licht abgefangen wird, dass man Melatonin gescheit produziert werden kann. Die White Noise Machine ist halt für die Geräusche. Dann habt ihr gesehen, dass ich Ashwagandha benutzt habe und dann benutze ich noch CBD-Öl. Habe ich glaube schon richtig oft erwähnt. Ja, das sind so meine Schlaf-Hacks. So, und das war es jetzt aber auch schon wieder von meinem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war ja ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich war jetzt tatsächlich echt den kompletten Amerika-Urlaub quasi angeschlagen. Ich sag's jetzt einfach wieder wie immer. Wie immer freue ich mich, wenn ihr mir ein Like da lasst, ein Abo da lasst, vielleicht sogar einen Kommentar. Und wenn ihr gar nichts verpassen wollt, dann macht doch einfach die Glocke an. Also, bis dann und tschüss.